Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI auf der fliegenden Insel. Mit der geilen Musik, die schon seit fast zwei Parts hier spielt. Let's Play sind wir rumgegangen auf diesen langen Dungeon, haben gespeichert und das war's dann schon. Yay, es kommen wieder die ganz coolen Gegner, die eigentlich auch tot sind, wenn man ihre Magie wegnimmt. Ja, das ist richtig cool. Ja, zieh mein Leben ab, obwohl ich noch kein Leben abgezogen habe. Gute Idee. Na dann mal Raspel. Auf den da unten. Man kann auch Raspel auf die untoten Gegner da oben machen. Macht keinen Unterschied, dann sind sie auch tot. Und Cyan hat eine neue Schwerttechnik gelernt, nämlich die Stufe 5. Sollte man bei untoten Gegnern aber nicht benutzen. Da sie die HP und MP einfach so mitnimmt. Raspel-Attacke. So, ein bisschen Leben mal herstellen. Passt. Nimmt Leben, ja. Also nimmt Leben ist schon ein bisschen fies, vor allem wenn die schon ein bisschen Leben verloren haben. Quadraschlag! Quell 2 auf den Gegner. Schön stark, dieser Quadraschlag. Quell 2 auf mich selber mal. Aber ich mache auch ein bisschen heilen kann hier. Yay! Quell 2 auf den Gegner. Tot geheilt. Ja, der lebt noch. Wow, der lebt noch. Oh, die halten mehr aus, als wie man denkt, meistens. Sollte man nicht unterschätzen. So. Wieder Quell 2 auf Gegner. Dann passt das eigentlich schon, ja. 800 Schaden ist doch einiges. So. 4 Magiepunkte erhalten Shadow erlernt aus Mose. Strago bekam Level Up. Sion bekam Level Up. Jetzt noch ein Level Up. Ja, das zahlt sich schon aus. Achso, ich muss den Schalter jetzt betätigen, ja. Wenn man zum Speicherpunkt hinuntergeht, muss man diesen Schalter, wo ich jetzt gerade drauf stehe, immer wieder betätigen, was ziemlich nervig sein kann. Nicht nur nervig, das ist... Hallo. Ah, und euch, Gegner, mag ich nicht so. Osmose auf den da unten. Dann... Mit hier bringt fast nichts, ne? Nicht wirklich. Raspel. Oder eher auf den da, der so grinst. Der Grinsebacke. Grinsebacke-Gegner on the way. Oder so ähnlich war's. Raspel! Mit Grinsen machen sie den Stopp-Status, was ziemlich fies ist. So, Raspel! Ohne Ende. Vor allem, ich finde die Raspel-Animation hier richtig cool. Raspel. Sieht so aus, als würde irgendetwas vergehen. Hat was. Also, die haben auch sehr viel MP, die Gegner. Darum ist es durch Raspel, dauert es auch eine Zeit, bis die tot sind. Okay. Quell 2 bitte so an. So, einer schon mal weg. Grinz. Grinz. Yeah. So, ich weiß, ist Grinsen sogar physisch. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Das heißt, wenn man getarnt ist, dann macht Grinsen nichts. Das ist gar nichts. Also hat man eigentlich dann zustandsfreien. Ja, Zustand. Schutz vor Zustand. Stopp. Was interessant ist. So, Schwertechnik Nummer 1. Und du heilst denn da hinten? 900, ja, das ist doch einiges. Zack, vernichten. Oh, wer bekommt das nicht Leben ab? Cyan, ich glaube, der ist jetzt tot, oder? Na, er lebt noch. Okay, er lebt noch. Aber ich will nicht wissen, wie viel. Stufe 1 und vernichten. Vernichte den Gegner, Cyan. Tank. Alter Schwede, das nimmt Lebensarg. 5 Magiepunkte, Shadow bekommt Level Up. 5 Magiepunkte, das ist einiges. Moment, ich kann der Shadow gerade einen anderen geben, ne? Ja. Ich gebe dir den Karfunkel Shadow. Und du heilst mal hier bitte alle. Quell, Locke ist der mit dem meisten MP zurzeit. Gut, hinunter. Wow! Und hier hoch. Und jetzt hat man hier die Chance, nochmal zurückzugehen. Ich werde das sogar machen. Allerdings offscreen. Ich werde kontrollieren, ob man jetzt in Belohnung kommt. Aus der Stadt. Wenn ja, kann ich sie reinschreiben. Und ich werde kurzerhand noch Gau ein bisschen was beibringen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier, an dieser Stelle. Ich habe mich dem Imperium verkauft. Also dafür kann ich nicht mehr helfen. Ja, wenn man runtergeht aus der von der Insel, dann ist Shadow nicht dabei. Der bleibt oben. Der bleibt oben. Das ist wirklich ein bisschen schade. Ein weiterer Brief ist gekommen, während ich da oben war. Ich hoffe, dir geht es soweit ordentlich.
Ordentlich? Ich würde Lola ausgeben, wenn ich mich bewegen könnte. Ich hoffe, es geht dir ordentlich. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Eigentlich sollte es ja heißen, hoffentlich geht es dir gut. Einen Brief aufgeben, ja, bitte sehr. So, das war jetzt der letzte Brief, soweit ich weiß. Es gibt jetzt keinen Brief mehr für den Soldaten hier. Ich glaube, die Belohnung gibt's bei Lola. Ich schau schnell nach. Schnell hinfliegen zu Lola! Yay! Ein Brief von ihm. Er ist gesund. Naja, mehr oder weniger. Okay, Belohnung gibt's jetzt noch nicht. Die muss man erst später bekommen. Egal, da kann ich ihm jetzt genau ein bisschen wieder was geben. Nebenbei, wenn man wieder auf der Insel landet, von unten kommt, dann ist Shadow wieder da und sagt, so trifft man sich. Da fehlt das wieder. Egal. So Leute, da wären wir wieder. Ich habe nebenbei auch mal den Intern besiegt, mir auf die normale Weise. Ich werde dazu ein, Anmerkung hier einfügen. Also Anmerkungen ein, zuck. Danke sehr. Und das Luftschiff, jo, willst du schon zurückgehen? Nein, diesmal nicht. Es war schon hart genug, da wieder herzukommen. Es hat fast eine ganze Stunde gedauert, was ich da gemacht habe. Meine Güte. Okay, und zwar, ich weiß, bekommt man jetzt keine Belohnung für den Brief aufgeben. Und wenn doch, werde ich das später hineinschneiden. So, auf geht's. Hier gibt's noch einen Weg, nämlich den hier. Und hier, hinten, sollen die Statuen sein mit Kefka und den Meister. So, Pause bitte. Mach doch mal eine Pause, mein Freund, ja. Pause. Leider wurde Locke aber verstummt. Pause. Okay, Locke ist verstummt, aber es ist egal. Eber, ich rufe den Eber. Dauert ein bisschen, bis der herkommt. Nimmt Leben, ja. Ich habe dir noch kein Leben abgezogen da hinten, glaube ich, ne? Nope. Dann macht das null Schaden. Ich finde es mir gut, dass wir nimmt Leben. Aber es ist auch halt nervig. Dämonisches Auge! Auf einen ging's, auf der andere, ja. Ist halt so eine Chance 50-50, ob das jetzt versteinert wird, der Gegner, oder nicht. Außer er hat halt vollen Schutz davor, dann ist es halt 0%. So, 4 Magiepunkte. 2000 GS, ist schon einiges. So, und hier ist ein Tierchen, das ziemlich hart ist. Ich schau mal kurz. Sieht gut aus, okay. Gut, wenn man den hier nämlich anspricht, dann kommt eine geile Musik. Ich drehe die mal kurz auf. Hallo, Schätzchen! Atman! Mein Name ist Atman! Ich bin reine Energie! Und halt wie der Kosmos! Geht! Schwache Kreaturen! Das ist nämlich ein Mega-Boss-Fight! Zuerst mit Magie-Schutz sich schützen. Denn Atman hat einen sehr guten Angriff, eine sehr gute Magie. Es ist ein Mega-Boss-Fight. Darum die Musik. Ich mag sie einfach, Leute. Die ist so geil! Ich will mehr! Ja! Schleife geklaut! Ja! Von diesem Typen hier kann man eine Schleife klauen und er greift an mit Flair! Ich kenne doch den englischen Namen der Attacken, von daher. Jetzt geht's so richtig ab! Also, Party schmeißen! Ich mag die Musik aber derbe. Die ist auch richtig geil, muss ich sagen. Also, A-Schutz, M-Schutz. A-Schutz ist auf jeden Fall auch sehr gut. M-Schutz ist Pflicht. Auf alle, wenn's geht. Magieschutz halbiert nicht euren Heilung. Falls ihr das mal meint, Moment, haltet mal meine Heilung. Nein, das halbiert nicht eure Heilung. Fackel ist auch bekannt als Flair. Regener auf Syan, jetzt geht die Party los! Ich mag die Musik einfach. Und wenn ihr mal genau auf Atman schaut, er hat mehr wie 4 Beine. Atman soll die ultimative Waffe hier darstellen im Spiel. Darum hat Locke sie auch ausgerüstet. Die Atman-Waffe. Die ultimative Waffe im Spiel. Yeah! Die Musik ist so geil. Da kam nichts anderes als wie mitsingen. So, nochmal A-Schutz auf Shadow. Und dann geht die Party los. Nochmal Hast. Hast, jetzt wird er alles ein bisschen schneller. Nebenbei, man kann ihn mit Zuständen zudecken. Man kann ihn auch töten.
indem man seine MP ausleert. Aber das ist ein bisschen langweilig, von daher nehme ich die konventionelle Mittel. Insofern nicht, nämlich mit physischen Angriffen. Jetzt geht's los. Yeah! Also wer bei dieser Musik nicht abfällt, kann ich nicht verstehen. Reflekt, mit nix Osmose, ja, zum Ausleeren. Aber es ist mir zu langwierig. Von daher, so viel MP hat er gar nichts, weil ich weiß. Nicht wirklich. Kann ja gleich mal schauen mit Scan. Schauen wir mal. Scan, wenn er überhaupt scannbar ist. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Schon so lange her, dass ich gegen ihn gekämpft habe. Atman! Er ist reine Energie. Reine Energie. Komisch, dass eine Kreatur aus Energie besteht und reden kann. Scan! Ich scanne Atman, die ultimative Waffe des Spiels. Level 37. 24.000 HP, 5.000 MP nur. Das ist ja gar nichts. Aber egal, ich hau physisch rein. Dumm, dumm. Man kann ihn ja auch magisch angreifen, aber ja, macht keinen Unterschied. Hauptsache HP weg. Moment, kannst du Hast? Kannst du Hast? Ja, er kann Hast. Shadow kann Hast. Ich habe da oben ganz schön viel gelernt jetzt. An Magien. Ist schon einiges gewesen. So, Hass auf Shadow. Und da, da, und jetzt so richtig geil mitsingen. Ja, hu, hi, hi, hu, ta. Alter Leute. Ich kann nur bei dieser Musik abfeiern. Es ist die, meiner Meinung nach, zweitbeste Musik im ganzen Spiel. Weil Terra ihr Themen als drittes ist bei mir. Also 1, 2, 3. Die erste kommt erst sehr spät ins Spiel vor, was ich schade finde. Aber egal, das ist meine persönliche Meinung. Haha! Und jetzt Party schmeißen! Greif den an ohne Ende! Regener noch auf Locke! Ja, man kann sich auch mit Regener hier zudecken. Damit man hier auch Regeneration hat. Da Locke nicht volle HP hatte, hat seine Waffe jetzt die Atman nicht mehr viel Schaden gemacht. Bei der Kreatur Atman ist es egal, wie viel HP sie hat, sie zieht immer gleich viel ab. Also, wenn sie nur noch ein Zentler wäre oder so, heißt das nicht, sie macht weniger Schaden. Nee, nee, die bleibt gleich, was ich schade finde. Aber trotzdem, geile Musik! Beben! Oh, das ist fies. Hat irgendjemand Schwebe? Muss ich dann schauen. Locke hat das auf jeden Fall. Er hat Schutz vor Erdbeben, denn ein Erdbeben geht auf alle Leute, auch auf sich selber. Schon richtig krass. So, Schwebe! Damit ich nochmal Erdbeben machen kann und ich es, ja, Resistenz habe. Schwebe! Schwebe hält so lange, bis ihr stirbt. Nur mal so viel dazu. So, jetzt kannst du nochmal dein Erdbeben machen, mein Freundchen. Volle Kraft! Bam! Ein sehr hoher physischer Angriff. Die volle Kraft. Die ist wirklich sehr stark. So. Und ich glaube, ich hatte auch sehr viel Glück, dass Locke gleich beim ersten Mal die Schleife stehen konnte. Denn die zu bekommen ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber ja, bin halt voller Lacker. So, Schwertstufe 1, Tür an. Feuer 2, ja, jetzt greift er magisch an. Aber es macht fast keinen Schaden. Da ist Fackel, auch bekannt als Flare, viel mehr Schaden als wie Feuer 2. Er hat sehr hohe, hochrangige Magien drauf, der Atman. Unter anderem eine sehr krasse, die erst sehr spät ausführt, wenn er nur noch sehr wenig Leben hat. Das haben generell immer so viele Kreaturen, die Mega-Boss-Fight sind. Mega-Boss-Fight! Bam, 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 bam. Geiststurm! Die Attacke ist böse! Die ist böse! Wuhu! Party! Weiß! Es wird so hell hier! Ja! Diese Attacke verursacht alle Zustände. Wenn ihr Pech habt, sind alle versteinert. Und Shadow hat den Zustand, wie heißt er? Alte Energie, oh je, das ist Zombie. Er hat 0 HP, kämpft aber weiter. Man kann ihn heilen versuchen, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Es gibt nur ein Heilmittel gegen Zombie und ja, kann nichts machen. Shadow kämpft jetzt so oder so. Ob das gut ist oder schlecht ist, ja, keine Ahnung. So, Heilmittel bitte für Sören, der ist nämlich versteinert. So, volle Kraft. Atman lädt sich jetzt auf. Er will seine, nämlich seine ultimative Magie einsetzen. Die hochultimative, die ist wirklich sehr krass. Wenn eure ganze Gruppe nebenbei aus Zombies besteht, heißt es Game Over. Oh je, er lädt sich noch immer auf. Oh je, oh je, oh je, oh je.
Fackelstern! Eine sehr starke Magie. 500 Schaden haben alle. Das Gute ist an Shadow, er kann es nicht mehr sterben, da er eh schon tot ist. Beziehungsweise untot. Gegen Zombie kann ich jetzt nichts machen. Ich habe keine Heilmittel oder sowas gegen Zombie. Kann ich wirklich nichts dagegen machen. Der bleibt Zombie jetzt ganz schön lange Zeit. Quatre, oh, das ist fies. HP werden auf ein Viertel reduziert. Sehr böse. So, Osmose hier mal. Ich brauche mal wieder MP. Oh, Feuer 2. Yay. Das gratis von Strago. Also Atman hat's drauf, Leute. Der hat's wirklich drauf. Man kann ihn natürlich auch ganz normal besiegen mit MP abziehen, aber dann macht er seine krassen Magie nicht, die wir gerade eben gesehen haben. Oh nein, nein, nicht das! Nicht das! Oh shit! Das ist eine sehr krasse Magie. Reduziert eure HP auf ein minimales. Das ist richtig krass. Da sollte man sich wieder hochheilen. Ansonsten bekommt ihr ordentlich Probleme. Na, jetzt geht Atman ab. Jetzt will es mir zeigen. Ich bin Atman. Ich bin die ultimative Kreatur. Flieht! Schwache Kreaturen. Hier sagt er, geht schwache Kreaturen. Auf Englisch sagt er, flieht schwache Kreaturen. Interessante Übersetzung auf jeden Fall. So, 900 Schaden. Fackel! Bow, 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 bow. Ja, mach ruhig auf Shadow. Der ist eh schon tot. Der ist Zombie. Da kannst du draufknallen, was du willst. Der bleibt hier. Finde ich richtig cool irgendwie. So, ich lade mal hier auf den Cyan. Auf Stufe 4 für den Quadraschlag. Westwind. Nicht das schon wieder, ey. Ich mag diese Magie nicht. Die ist so stark. 1000 Schaden. Sonst geht's euch gut, oder? Oh, Shadow, warum musst du Cyan angreifen? Da war doch gerade wehrlos, Mann. Ja, das Nachteil an Zombie ist, es ist eine Vermischung aus Verwirrung und Berserker. Ist somit eigentlich sehr, sehr böse. Hauptsache Shadow bekommt einen Schaden durch Quatre. Felix Shadow? Jetzt muss ich mich andauernd heilen, weil andauernd mit Westwind, Quatre und solche Sachen kommt. Ist schon böse. Das Gute ist, sein Mega-Angriff macht er später wieder. Das dauert wieder ein paar Runden. Blitz 2! Ah, oh, du machst mal die MP weg von Shadow? Ist mir egal. Ich kann ihn nicht steuern. Wie gesagt, ist eine Mischung aus Berserk und Verwirrung. Falls euer Charakter mit der Waffe Atman Zombie-Status bekommt, dann viel Spaß, weil Atman macht dann kaum Schaden mehr. Und Atman, die Kreatur, ist tot! Alter, was für ein Kampf, ey. Eine geile Musik. Bekommt dafür 10 Magiepunkte. Juhu, you do, da, ja, 10 Magiepunkte. So viel, yeah, Party, du, yeah. Jetzt geht's so richtig ab. Juhu. Cyan lernt Fluch. Elixier halten. Ich habe mich dem Imperium verkauft. Also darf ich euch nicht mehr helfen. Shadow, bleibt doch hier. Okay, Leute. Diese krasse Kampf hat Lenken gedauert, als ich meinte. In next part werden wir schauen, was Kefka und Gestal da vorne mit der Stand und Vorhaben. Bis zum nächsten Part. Ciao.